sind die damals erhalten worden oder entschlossen worden? Das ist doch alles Blödsinn. Der Gedankengang ist falsch. Man muss etwas komplizierter denken. Wenn ich mehr soziale Gerechtigkeit will, muss ich das Verhältnis von oben und unten verändern. Ich muss nicht nur nach oben. Vier Forderungen. Erstens, natürlich muss jetzt erstmal unmittelbar jedes Leben eines Flüchtlings gerettet werden. Es darf kein Flüchtling mehr im Mittelmeer ertrinken. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle Flüchtlinge in Deutschland anständig behandelt und untergebracht werden. Einfach anständig. Muss nicht Leckerkram liefern, sondern er muss die Kommunen wirklich entlasten, denn sonst wird es doch so unmöglich, der Mann nicht geworden wird. Drittens, es gibt ja die Diskussion der gerechten Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Flüchtlinge sind Menschen. Die sollen schon selber entscheiden, wo sie hingehen. Aber was man gerecht machen muss, das ist eine Verteilung der Kosten. Ich sehe überhaupt nicht ein, die Polen erklären ja immer, dass sie mit Muslimen so wenig anfangen können und deshalb solche Flüchtlinge nicht aufnehmen können. Es ist doch ein schwer katholisches Land. Ich muss Ihnen die Bergpredigt nochmal erklären. Also lass mich das einmal überlegen.